Auch in Braunschweig existieren noch heute Geschichten aus der Reformation. Eine Geschichte, über die sogar Martin Luther geschrieben hat, handelt von dem Herzog Heinrich dem Jüngeren, welcher eine Liebesbeziehung zum Hoffräulein Eva von Trott hatte. Um sein Verhältnis geheim zu halten, ließ der Herzog sie zum Schein sterben und begraben und erfand Spukgeschichten, um Fremde von ihrem Versteck fernzuhalten. Heinrich war der letzte katholische Fürst in Niedersachsen und kämpfte mit Schwert und Feder gegen Luthers Lehren an. Er war einer der Hauptgegner der evangelischen Fürsten, was später sogar dafür sorgte, dass er aus dem braunschweigerischen Land vertrieben wurde. Doch bekannt wurde er durch seine Affäre mit Eva von Trott zu Solst, welche schon 1522, mit 16 Jahren, an den Hof des Herzogs kam und dort das Hoffräulein von Heinrichs Gemahlin wurde. Der Herzog war mit der Tochter des Grafen Heinrichs von Württemberg, Maria, verheiratet. Sofort nach Evas Ankunft begann der Herzog Eva zu umwerben und die beiden verliebten sich unsterblich ineinander, wie sie später bekannt gaben. Sie versuchten ihr Verhältnis zu verbergen, jedoch schöpfte die Herzogin Verdacht, vor allem weil Eva regelmäßig verschwand, um vermeintlich ihre Familie zu besuchen, aber in Wirklichkeit um ihr Kind zu entbinden. Maria forderte zusammen mit der Unterstützung verschiedener Fürsten eine Klärung, doch Heinrich verschwieg das Verhältnis weiterhin. Er bat um Zeit, um die Situation zu lösen, doch tatsächlich bat er den Papst um die Auflösung seiner Ehe mit Maria, da er Eva offenbar aufrichtig liebte. Dennoch stimmte der Papst nicht zu und um ihr Verhältnis weiterhin aufrechtzuerhalten, inszenierte das Paar Evas Tod bei einer Reise, ließen sie zum Schein in der Klosterkirche in Gandersheim beerdigen und hielten in Wolfenbüttel eine Trauerfeier ab. So wurde Herzogin Maria beruhigt, vor allem weil Eva und Maria sogar sehr gut befreundet waren. Eva floh währenddessen auf die Stauffenburg, wo sie bis 1541 lebte und Heinrich auch weiterhin traf. Um Fremde und Schaulustige von der Burg fernzuhalten, ließ der Herzog Spukgeschichten von einer weißen Frau, die dort ihr Unwesen treiben würde, herumerzählen. Schlussendlich erfuhr Maria dennoch von der weitergeführten Liebesbeziehung zwischen Heinrich und Eva und beschwerte sich in einem Brief bei Heinrich, dass er für seine Geliebte Geld ausgeben würde, während seine Gemahlin leiden müsse. 1541 starb die Herzogin, jedoch kam eine Ehe mit Eva aus Standesgründen dennoch nicht in Frage. Um Evas Ehre wiederherzustellen, verklagte Evas Familie Heinrich und forderte erfolglos ihre Tochter ein. Als die evangelischen Fürsten 1542 sein Land angriffen, schien ihm Evas Aufenthaltsort nicht mehr sicher und er ließ sie auf seine am besten befestigte Burg, die Liebenburg, in Sicherheit bringen. Zu dieser Zeit verfasste Luther die Schmähschrift Wider Hans Wurst über das Verhältnis zwischen Heinrich und Eva, in der er vor allem Heinrichs Ausnutzung der Kirche für seine eigenen Zwecke betonte, dadurch, dass Heinrich bei der Scheinbeerdigung in Gottes Namen Recht hat walten lassen und sogar Priestern Schweigegeld bezahlt hat. Als das braunschweigerische Land besetzt wurde und Heinrich fliehen musste, musste verständlicherweise auch Eva fliehen. Auf der Flucht irrte sie lange umher und rettete sich schließlich nach Hildesheim. Da Heinrich durch seine Kreuzzüge das gesamte Geld verloren hatte, das er durch die Ehe mit Maria bekommen hatte, heiratete er im Alter von 67 Jahren, 1556, die 34-jährige Sophia von Polen. Aus dieser Ehe verhoffte er sich nicht nur Geld, sondern auch weitere legitime Söhne, da sein einziger noch lebender Sohn Julius sich der neuen Lehre bekannt hatte. Eva traf diese Nachricht sehr, dennoch trug sie sie mit Fassung, da Heinrich sie noch weiterhin besuchte. Sie lebte in Hildesheim mit ihren Kindern bis zu ihrem Tod 1567 im Alter von 61 Jahren. Entgegen der damaligen Norm ließ Heinrich ihre Kinder adeln und sorgte dafür, dass sie eine gute Bildung bekamen. 1568 starb auch Herzog Heinrich im Alter von 79 Jahren. Sein farbig gefasster Grabstein befindet sich in der Wolfenbütteler Marienkirche. Bis heute ist keine weitere Liebesbeziehung zwischen Heinrich und einer weiteren Frau bekannt, also kann man wohl sagen, dass die Geschichte von Eva von Trott zu Solst eine unvergleichliche ist.